Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich mitgebracht. Eine heilsame Trance-Geschichte. Eine Reise zu deinem inneren Heiler. Und ich verwende hier das Wort Heiler und nicht Heilerin, einfach der Einfachheit halber. Es wird nur eine kurze Einleitung in die Trance geben. Mach es dir also gemütlich und diese Geschichte kommt wirklich von Herzen. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Joy. Ich arbeite in meiner Praxis für Hypnose, Energie- und Rückführungsarbeit in Dreieich und auch online. Wenn du eine persönliche Hypnose oder Meditation als MP3 bestellen möchtest, und auch zu den anderen Dingen, von denen ich eben erzählt habe, findest du alle Informationen wie immer unter diesem Video. Danke an die Menschen, die sich meine Hypnosen, meine Meditationen anhören. Viel Freude nun mit dieser heilsamen Trance-Geschichte. Lege deine rechte Hand auf dein Herz. Und deine linke Hand auf deinen Solarplexus, auf deinen Bauch. Spüre deinen Körper, wie er im Moment ist. Wie fühlen sich die unterschiedlichen Stellen an? Nimm sie wahr und lass sie einfach sein, während du weiter atmest. Komm ganz in dir an. Nimm deinen Körper im Raum wahr. Wenn währenddessen Gedanken in dir aufsteigen, verurteile dich nicht. Nimm den Gedanken wahr und dann kehre wieder zurück zu deinem Körper im Raum. Achte darauf, wie sich deine Hände leicht heben mit der Einatmung und wieder nach unten sinken. Mit dem Ausatmen. Und wie du vielleicht ein wenig mehr die Entspannung zulässt in dir. Nimm nun den Raum im Raum wahr. Es ist nicht wichtig, wie du meine Worte deutest, denn jedes Wort ist die Übersetzung einer bestimmten Energiefrequenz. So wird alles sein, wie es sein soll. Und nun fühle deinen Körper von außen in diesem Raum, als könntest du ihn von außen erspüren. Grenzen deines physischen Körpers,
Sehr gut. Und ich frage dich, wie sehr bist du bereit, dich auf diese Erfahrung einzulassen? Fühle deine Atmung und währenddessen die Hände auf deinem Körper. Sehr gut. Es ist nun soweit, die heilsame Reise anzutreten. Wir beginnen unsere Reise oben auf dem Gipfel eines Berges. Die Luft ist wunderbar klar und heilsam. Vielleicht kannst du einen zarten Windhauch auf deiner Haut spüren. Und auch die Aussicht hier oben ist fantastisch, irgendwie magisch. Und wenn du mit dem Blick nach unten wanderst, erkennst du Wiesen und eine zauberhafte Berglandschaft, die sich vor dir erstreckt. Felsen und wilde Hänge, die mit Pflanzen überwuchert sind. An der ein oder anderen Stelle grast sogar eine Bergziege. Hör einmal genau hin. Vielleicht kannst du sie sogar hören. Von hier oben kannst du die unendliche Weite genießen. So viel Freiheit und Freiraum. All die Begrenzungen des Alltags dürfen hier weichen. Nimm einmal einen ganz tiefen Atemzug. Atme Weite, Leichtigkeit und Freiraum ein. Du darfst sein. Im Moment, hier und jetzt. Dies ist alles, was es braucht. Und wenn da vielleicht noch ein wenig Schwere ist von Strapazen des Alltags, zermürbende Gedanken, dann lass sie nun ganz still werden. Gib der Weite den Raum in dir, deinem Sein. Wunderbar. Atme diese heilsame, klare Bergluft ein. Hier hoch oben auf dem Gipfel. Und du fühlst dich sicher und wohl. Auch die Höhe ist für dich angenehm. Einfach einmal über den Dingen zu stehen. Und wenn du den Gipfel hinunterschaust, kannst du in einem Moment einen Weg erkennen. Vielleicht fällt er dir jetzt erst auf. Der Weg führt rund um den Gipfel herum, nach unten. Bis ins Tal hinein. Begib dich nun neugierig auf den Weg. Du kannst seltene Bergblumen erkennen, die sich ihren Weg zwischen den einzelnen Felsspalten emporsuchen. Der Weg ist mit kleinen Steinen, Gräsern und Erde geebnet. Genau so, dass du ihn gut gehen kannst und dennoch etwas Anstrengung unternehmen musst. Lass uns nun gemeinsam diesen Weg hinabgehen. Schritt für Schritt gehst du voran.
Und je weiter du nach unten läufst, desto tiefer und tiefer gehst du in diesen angenehmen Trancezustand. Du läufst den Berg hinunter, den Weg entlang, nimmst jeden Schritt wahr, den du gehst, wie dein Fuß auf dem Boden aufkommt, die Unebenheiten des Weges. Genießt diese wunderschöne Aussicht hier oben. Hier und da musst du einen großen Schritt unternehmen, um über größere Steine hinabzusteigen. Und du spürst vielleicht, wie deine Oberschenkelmuskulatur dich unterstützt und dir Halt gibt, während du weiter und weiter nach unten steigst. Und du gehst weiter voran, Schritt für Schritt, und immer tiefer in dieses angenehme Gefühl. Und du weißt, dass du für deine Anstrengung entlohnt werden wirst. Vielleicht schleicht sich ein wenig Neugierde ein, was wohl dort unten auf dich warten wird. Während du nach unten steigst, nimmst du die unebenen Felswände wahr, welche immer wieder aufblitzen. Und vor dir kannst du eine Kurve erkennen, die rund um den Gipfel geht. Und in einem Moment, wenn du um die Kurve gehst, erblickst du vor dir einen Eingang ins Innere des Berges. Von außen kannst du noch nicht erkennen, was sich im Inneren befindet. Und du bist neugierig und kommst nun direkt vor dem Eingang zum Stehen. Berühre mit deinen Händen die Felswände. Wie fühlen sie sich an? Lass deine Hände über den Stein streifen, während du neugierig weiter auf den Eingang zugehst. Hab Mut, alles ist gut. Du bist aufgehoben und sicher, es kann dir nichts passieren. Alles, was du erlebst, ist zu deinem Besten. Und du setzt nun den ersten Schritt ins Innere der Berghöhle. Da entzünden sich in einem Moment Fackeln an den Felswänden. Und so wird das Innere der Höhle erleuchtet. Zunächst erkennst du nicht allzu viel. Doch mit der Zeit gewöhnen sich deine Augen immer mehr an das schummrige Licht. Geh weiter hinein. Ich bin bei dir. Und es wird immer klarer und klarer, was sich im Inneren befindet. Und der Raum strahlt eine Besonnenheit aus. Es ist angenehm kühl, nicht zu kalt. Wunderschöne Kristalle schmücken das Innere der Höhle. Und auch der Duft hier drin fühlt sich nach Leichtigkeit und tiefem Wissen an. Im Schein des Lichtes fühlst du dich aufgehoben, geborgen und sicher. Und da erblickst du plötzlich in einer Ecke, welche dir zuvor nicht aufgefallen ist,
einen alten Mann mit einem Umhang, liebevoll, gütig und mit solch einer Ruhe kommt er auf dich zu. Und auch du tust ihm gleich und du gehst langsam auf ihn zu. Vielleicht bemerkst du, dass seine Aura von einem hellen Lichtsaum erleuchtet wird. Eine zarte Energie, die vielleicht etwas von Heimat in sich trägt. Wie ein Nachhausekommen nach einer langen Reise. Der alte Mann spricht nun zu dir und sagt, wie schön, dass du endlich deinen Weg zu mir gefunden hast. Ich warte schon so lange Zeit auf dich. Schön, dass du da bist. Ich bin dein innerer Heiler. Bestimmt war dein Weg hierher ein wenig beschwerlich. Dennoch hast du den Ruf gehört und bist ihm gefolgt. Hier im Inneren ist alles, was du brauchst, um die Heilung zu finden, die du suchst. Und du hörst aufmerksam weiter zu. All die Suche im Außen bringt dich weiter und weiter weg von deiner ganz eigenen Medizin, die du ganz tief im Inneren in dir trägst. Doch nun ist der Tag gekommen, an dem ich dich heilen darf. All jenes, was du all die Jahre mit dir getragen hast, schwer und ermüdend, belastend und blockierend, darf hier im Inneren der Höhle mit meiner Hilfe geheilt werden. Ehrfürchtig schaust du deinen inneren Heiler an und bist vielleicht schon sehr gespannt, was nun wohl gleich passieren wird, was er tun wird, um dich zu heilen. Dein innerer Heiler dreht sich um und weist dich auf, ihm zu folgen. Gemeinsam geht ihr weiter ins Innere. Da erblickst du einen kleinen Brunnen. Der Brunnen ist von roten Sandsteinen erbaut, hüfthoch, und ihr geht gemeinsam auf den Brunnen zu. Du beugst deinen Kopf darüber, um ins Innere zu schauen. Du schaust ins Innere und erkennst, dass dies kein normales Wasser ist. Es ist eine lichtvolle Energie. Weißes Licht ruht im Inneren. Vielleicht kannst du sogar bis tief ins Innere des Berges schauen, denn der Brunnen reicht weit über unsere hiesigen Zeitdimensionen hinaus. Und dein innerer Heiler spricht zu dir und sagt, gib all jenes in diesen Brunnen hinein, was dich belastet, beschwert und ermüdet, und gib nur jenes hinein, was du aus tiefstem Herzen bereit bist, anzuschauen und loszulassen, ohne an deinem Ego festzuhalten. Jenes, was du nicht mehr weitertragen willst im Leben. Wenn du zu 100% bereit bist für diesen Schritt, so wird dir Heilung geschenkt. Und ehe du etwas in den Brunnen hineingibst, handle weise, sagt er. Ich möchte, dass du dir vorher zwei Fragen stellst.
Die erste Frage lautet: Welchen Vorteil hat mir dieses Problem bisher in meinem Leben gebracht? Auch wenn du zunächst glauben magst, es gebe keine Vorteile. Lass dich nicht von deinem Ego täuschen. Wir leben in der Dualität. Es gibt immer zwei Seiten. Nimm dir gleich, wenn ich es dir sage, Zeit und lass dein Herz antworten. Es wird aus der Liebe heraus die Antwort in dir aufsteigen lassen. Wie eine weiße Taube, die zum Himmel hochsteigt, des Friedens willen. Höre nun auf die zweite Frage und vollziehe sodann dieses Ritual. Die zweite Frage lautet: Welchen Nachteil hat es für dich, wenn du dieses Problem behältst? Wie beschränkt beeinflusst es dein Leben, wenn es weiterhin vorhanden ist? Wie sieht dein Leben in ein paar Monaten, ein paar Jahren, in 10 Jahren aus, wenn du weiter daran festhältst? Lass auch diese Frage dein Herz beantworten, wenn ich es dir sage, und nimm wahr, was dazu in dir aufsteigt. Es können Bilder, Erinnerungen, Gefühle oder Gedanken sein. Nimm nun einen tiefen Atemzug. Halte die Luft für einen Moment und atme aus. Sehr gut. Vollziehe nun das Ritual so, wie es dein Heiler dir aufgetragen hat. Denke an die zwei Fragen nach dem Nutzen und dem Nachteil. Ich gebe dir einen Moment lang Zeit und werde gleich wieder zurück sein. Wunderbar. Und der Heiler trägt dir auf, dein Problem nun in den Brunnen zu geben, wenn du es nicht bereits schon getan hast. Und in dem Moment und jetzt beginnt die Energie sich zu bewegen. Sie sprudelt mehr und mehr und du spürst es in dir. Immer weiter und weiter breitet sie sich aus, bis über den Brunnen hinaus, nach oben. Genau in diesem Moment geschieht Heilung in dir. Diese heilsame Energie beginnt nun mehr und mehr den gesamten Raum einzunehmen. Alles ist erfüllt, so wie du es bist. Um dich herum, der ganze Raum, die ganze Höhle ist erfüllt von Heilung, angenehmer Wärme oder Kühle. Alles strahlt zart und sanft. Dein ganzes Sein wird geflutet.
Es geschieht jetzt, in diesem Moment, bis tief auf Zellebene dringt dieses heilsame Licht, diese heilsame Energie in dich ein. Sie erfüllt dich und heilt den Teil in dir, der so lange darauf gewartet hat. Und aus der Ferne kannst du die Stimme des Heilers wahrnehmen, welche leise an dein Ohr dringt und die da sagt: Lass los, lass es einfach los, es ist an der Zeit. Und du spürst, wie dein Körper sanft zu kribbeln beginnt. Eine Melodie, welche sanft und behutsam in dir wachgeküsst wird. Wie eine Erinnerung an all jenes, was du einst warst und jetzt wieder bist. Was immer in dir währte und nun die Gelegenheit bekommt, zu erstrahlen. Und du scheinst und du strahlst voller Liebe, voller Mut. Keine Vorwürfe, keine Schuld, keine Zweifel oder Sorgen. Dein Unterbewusstsein vollzieht diesen Prozess in diesem Moment, genau jetzt. Es unterstützt das wohl Wertvollste in dir, deine Selbstheilungskräfte, die Energie deines Herzens, die Essenz deines Seins, Liebe. Mehr und mehr. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, was ich sage, spürst du die Wirkung dieser heilsamen Energie, welche die reinste Form der Liebe ist, aus dir heraus. Jetzt lass es zu. Halte nichts zurück. Erlaube dir, all das loszulassen, woran ein Teil in dir in der Vergangenheit festhielt. Spüre es, genau jetzt. Ich gebe dir wieder einen Moment lang Zeit. Wenn dein Unterbewusstsein und deine Selbstheilungskräfte diesen Prozess vollzogen haben, wird sich das heilsame Licht, die Energie der Liebe, langsam auflösen. Nimm währenddessen wahr, was sich in dir bewegt, was sich in dir tut. Bis gleich. Wunderbar. Und dein innerer Heiler kommt auf dich zu und nimmt dich in den Arm. Er sagt: Genieße diesen gereinigten Zustand. Sei dir bewusst, dass einzig du der oder diejenige bist, die die Macht, die Kraft und die Stärke besitzt, um dich zu heilen.
So suche nicht im Außen, sondern kehre, wann immer du es brauchst, zurück zu mir. So dann werde ich dich erinnern. Langsam geht ihr gemeinsam den Weg zurück, Richtung Ausgang der Höhle. Doch ehe du hinausgehst, gibt dir der Heiler einen Heilstein. Öffne nun die Hand deines Herzens und nimm den Stein an. Spüre, wie der Stein in deiner Hand zum Liegen kommt. Ob er schwer oder eher leicht ist. Nimm die Frequenz dieses Steins auf, seinen Spirit, und schau dir die Farbe an. Hat der Stein eine Musterung? Welche Form hat er? Vielleicht besitzt du auch solch einen Stein bereits. Und der Heiler spricht zu dir: Wann immer dir danach ist, nutze diesen Stein. Dein Herz weiß, was du tun musst. Du hast deinen ganz eigenen Weg, den Spirit des Steins zu nutzen. Er dreht sich um und geht in das Innere des Berges zurück. Und vielleicht bist du für einen Moment etwas verwundert und fragst dich, wie du dies umsetzen sollst. Vertraue darauf, dass, wenn du die Antwort brauchst, sie aus deinem Unterbewusstsein in dir aufsteigt. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wirst du die Antwort auf diese Frage erhalten. Nun lass uns gemeinsam aus dem Inneren des Berges hinausgehen. Du kannst von außen das Licht wahrnehmen, was ins Innere scheint. Ehe du das Innere des Berges verlässt, spürst du, wie erleichtert du bist, wie viel Freiraum in dir ist und wie viel Liebe dir innewohnt. Wir treten nun hinaus ins Sonnenlicht und du spürst wieder den sanften Wind auf deiner Haut. Atmest ein und atmest aus. Lass uns nun den Weg weiter ins Tal vorangehen. Und du bemerkst, dass irgendwie etwas anders zu sein scheint. Wo der Weg doch vorher beschwerlicher und anstrengender war, ist da nun Leichtigkeit und ja, auch kindliche Freude in dir. Vielleicht singst und tanzt du den Weg hinunter. Spielend leicht fällt es dir nun, auch wenn da mal ein Hindernis sein sollte, so freust du dich über die Abwechslung und siehst es mit kindlicher Neugierde. Mal setzt du dich auf einen Felsen, der auf dem Weg liegt, um die Aussicht zu genießen. Dann springst du über ein paar Steine hinweg, fast so, als könntest du fliegen. Voller Leichtigkeit. Heute war ein guter Tag, denkst du dir, und kommst langsam unten im Tal an. Wie schön, dass du mich heute begleitet hast auf dieser Reise. Ich übergebe nun die weitere Verarbeitung an dein Unterbewusstsein, dass es all die Erkenntnisse zum Bestmöglichsten für dich nutzt. Und bitte ebenso die Welt der Spirits, ihr deinen Segen und ihre Liebe zu schenken. Sei neugierig und sei gespannt, wie sich die nächste Zeit für dich anfühlen wird. Und auf einmal siehst du vor dir eine Leiter,
welche du ganz einfach emporsteigen kannst. Sie hat 3 Stufen und wenn du oben bei 3 angekommen bist, bist du wieder vollkommen im Hier und Jetzt, erfüllt von dieser heilsamen Trance-Geschichte. Und du kannst dann deine Augen ganz in deinem Tempo öffnen. 1, geh die erste Stufe nach oben, du kommst immer mehr in deinem Raum an. 2, immer wacher und aktiver wirst du. Und 3, du bist nun oben auf der letzten Stufe und du kannst ganz in deinem Tempo die Augen öffnen. Du kannst auch sehr, sehr gerne einfach nochmal nachspüren den Worten und der Geschichte. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst bei dieser heilsamen Trance-Geschichte. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, Frieden und Heilung. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Ich freue mich auch immer, wenn du mir ein Like da lässt, wenn dir meine Arbeit, die Hypnosen oder diese Geschichte gefallen hat. Und wenn du magst, teil auch gerne mit all den anderen Menschen, wie du diese Reise erlebt hast. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.